So, hallo. Jetzt geht's weiter bei der Aufgabe Nummer 5, Fluggepäck. Bei einer bestimmten Fluglinie darf jeder Fluggast höchstens zwei Gepäckstücke aufgeben. In der nachstehenden Tabelle ist die Häufigkeitsverteilung der Anzahl der Gepäckstücke pro Fluggast für einen bestimmten Flug dieser Fluglinie dargestellt. Okay, Anzahl i der Gepäckstücke pro Fluggast kann 0, 1 oder 2 sein, weil es maximal 2 sind. Und absolute Häufigkeit der Fluggäste mit i Gepäckstücken ist H0, H1, H2. Stellen Sie mit Hilfe der obigen Tabelle eine Formel zur Berechnung des arithmetischen Mittels x quer der Anzahl der Gepäckstücke pro Fluggast auf. Ja, naja, das haben wir ein bisschen Problem mit diesen Buchstaben. Auch, dass ich also jetzt hier H0, H1, H2 stehen habe. Ich schaue mal in der Formelsammlung nach. Was steht denn dort? Da steht also jetzt hier x quer und da steht es ja sehr ähnlich. X quer ist gleich. So, schreibe ich lieber in blau, das geht besser. X1 mal H1 plus X2 mal H2 und so weiter dividiert durch n. Aha. Dann steht nachher noch Summe und so. Ja. Hi sind die absoluten Häufigkeiten. Das steht ja schon hier passieren. Absolute Häufigkeiten, da fangen die bei H0 an. Okay. Und ja, und die XI, das müssten also hier die XI sein. Und hier die HI. So, dann hätten wir also die richtige Zuteilung. Und jetzt müssten wir also schauen, wie wir das jetzt richtig übersetzen. Das X1 ist also jetzt hier 0. Und das dazugehörige Häufigkeit ist H0. Plus das nächste ist 1 mal dem H1. Und das nächste ist 2 mal dem H2. So, jetzt ist die Frage, was ist hier das n? N steht, naja, die absolute Häufigkeit, ach so, das heißt H1 plus H2 und so weiter ist n. Ja, und genau, das heißt, n darf ich hier nicht schreiben. Das wäre nämlich falsch, weil n nicht definiert ist in dieser Tabelle. Ich muss jetzt wirklich hier schreiben H0 plus H1 plus H2. Dann haben wir es richtig. Okay. Zweiter Teil, und es geht jetzt das gleiche noch einmal los, nur jetzt mit der Standardabweichung. Weisen Sie denjenigen Ausdruck an, der in jedem Fall die Standardabweichung der Anzahl der Gepäckstücke pro Fluggast angibt. So, bei der Standardabweichung S steht also Wurzel aus 1 durch n mal der Summe. Jetzt mit dem Summenzeichen x i minus x quer zum Quadrat mal der Häufigkeit hi. So, und jetzt, wie schaut das jetzt hier uns, bei uns aus? Da muss ich also jetzt hier wieder die Zahlen annehmen. So, das x quer kommt da hier auch als x quer vor. Also wird das jetzt übersetzt, Wurzeln. Ja, das n müssen wir also wieder mit, ja, ich mache da gleich einen Bruchstrich, das kann man ja unten hinschreiben, das ist wieder H0 plus H1 plus H2 und die Summe, das heißt, ich muss also jedes xi mit minus x quer zum Quadrat mal den hi. Das heißt, ich habe hier, das erste wäre 0 minus x quer zum Quadrat mal H0 plus 1 minus x quer. Das will nicht bei mir, mal H1 plus 2 weniger x quer mal H2. Okay, alles verlängert hier. Das wäre die Formel, die hier notwendig ist. Also richtig übersetzen. So, das heißt, ich muss jetzt schauen in der Tabelle, wo steht die? Ja, das ist dann die vierte Formel. Und das alles andere ist dann falsch. Okay? Ja, also. Schön übersetzen ist hier gefragt. So, jetzt kommt bei 3. Für eine Reisegruppe von 12 Fluggästen beträgt der Median die Anzahl der Gepäckstücke pro Fluggast 2. Median ist 2. 12 Fluggäste haben wir. Das heißt, ich habe jetzt noch einmal die gleiche Tabelle, 0, 1, 2 oben. Und unten statt H0, H1, H2 habe ich hier 5 stehen und dann da mal nichts. Insgesamt sind es also jetzt hier 12 Fluggäste und Median ist gleich
ist gleich 2. Median ist der, der in der Mitte steht. Ne? Also wenn ich bei 12 Fluggästen habe, muss er da so der Median zwischen dem 6. Also wenn ich hier halbiere bei 12, ist es 6. Also links 6, rechts 6, also 6. und 7. sind der Median. Zwischen 6. und 7. So, jetzt habe ich also die Möglichkeit, hier das verschieden aufzuteilen. Das heißt, wenn da, also die, das heißt, auf 12 fehlen hier 7 Personen. Ich könnte hier machen nochmal 0 und 7 oder 1 und 6 oder 2 und 5. Und jetzt muss ich überlegen, wo ist jetzt der Median jeweils. Bei 0 und 7 sind also das 6. und 7. sind hier. Deswegen ist der Median dann hier wirklich bei 2. Wenn ich es hier habe, mit 1 hier und da 6, habe ich dann 6 hier links und 6 rechts. Das heißt, der Median ist dazwischen, also wäre 1,5. Und da wird es also noch schlimmer. Da habe ich also jetzt hier den 6. und 7. hier. Das heißt, der Median wäre 1. Das heißt, das ist die Lösung. Das muss also gelten. Das heißt, man muss sich das dann wirklich so mit probehalber überlegen. Ist nicht einfach. Also ist eine Intelligenzfrage hier. So, B. Die Masse eines aufgegebenen Gepäckstücks ist annähernd normal verteilt mit dem Erwartungswert 20 Kilogramm und der Standardabweichung 2 Kilogramm. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gepäckstück eine Masse von mindestens 25 Kilogramm hat. Naja, jetzt müssen wir unsere Normalverteilungsfunktion nehmen. Also wir nehmen normal CDF, immer kumuliert. Und von bis, also von 25 weg und bis unendlich. Und Mittelwert ist 20 und Standardabweichung 2. Okay, und das liefert uns dann, wenn man das so schön eintippt, liefert uns das dann 0,621%. 0,621%. Das ist also zuerst 0,00 und jetzt, wenn man das in Prozent umwandelt, 0,621%. Okay, passt. Also sehr klein. In der nachstehenden Abbildung ist der Graph der zugehörigen Dichtefunktion dargestellt. Veranschaulichen Sie in der obigen Abbildung die Wahrscheinlichkeit, dass die Masse eines Gepäckstücks um höchstens 2 Kilogramm vom Erwartungswert abweicht. Die Masse soll höchstens um 2 abweichen. Das heißt, wo ist jetzt hier 2? Na, der Erwartungswert ist also jetzt 20 und beim Wendepunkt wäre also 2 dazu, der da hier eingezeichnet ist. Das heißt, ich muss schraffieren vom linken bis zum rechten Wendepunkt. Das wäre die Veranschaulichung. C. Immer wieder werden Gepäckstücke beim Transport beschädigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gepäckstück beim Transport beschädigt wird, beträgt jeweils 0,7%. Eine Zufallsstichprobe von 300 Gepäckstücken wird nach dem Transport untersucht. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 2 dieser Gepäckstücke beim Transport beschädigt worden sind. Aha. Wo sind wir denn jetzt? In welcher Verteilung? Wir haben also jetzt hier eine Wahrscheinlichkeit angegeben und eine Zufallsstichprobe von 300. Das ist also typisch Binomialverteilung. Und ich will jetzt höchstens 2 haben. Das heißt von 0 bis 2. Das heißt, ich werde also jetzt hier die Binom CDF annehmen. Die nächste ist die Binom CDF, auch wieder kumuliert. So, und zwar habe ich jetzt hier von 300, die zuerst einmal die Daten, 300 und 300, das ist die Anzahl n, dann muss ich angeben, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, also 0,007, 0,7% Beistrich. Und von bis, also von 0 bis 2. 0,2 und es ergibt dann 0,6495. Also 64, rund 65%, wenn man da
unten. Okay? Höchstens zwei werden so beschädigt. Dann kommt als nächstes, beschreiben Sie das Ereignis E im gegebenen Sachzusammenhang, dessen Wahrscheinlichkeit mit dem nachstehenden Ausdruck berechnet wird. Also P von E ist gleich 1 minus 0,993 hoch 300. Und das ist ungefähr 0,88. Okay, das Ereignis heißt also, was ist denn diese 0,993? Das ist das Gegenteil von den 0,007. Das heißt, bei den 0,007 war es also hier beschädigt. Das heißt, nicht beschädigt 300 Mal. Und das Gegenteil davon, 1 minus. Nicht beschädigt, alle nicht beschädigt. Und das heißt, das Gegenteil, mindestens einer ist beschädigt. Mindestens ein Gepäckstück. Beschädigt. Okay.